Es sind die größten Lebewesen unseres Planeten. Und sie lösen bei allen Menschen, wegen ihrer Größe, ihres Umfangs und ihrer Ausstrahlung, eine Faszination aus. Besonders, wenn man direkt vor ihnen steht. Die höchsten Mammutbäume, und das muss man unterscheiden, Bergmammutbäume, also Sequoia dendron giganteum, können in Amerika bis zu 85 Meter hoch werden. In Deutschland ist der höchste, der hat eine Höhe von 57 Metern. Es sind ja mit 150, 160 Jahren noch junge Bäume. Deswegen da ist noch einiges zuzulegen. Insofern sind hier noch Babys in unserem Umfeld zu sehen. In Europa und in Deutschland sind die ältesten Mammutbäume 160 Jahre alt. Das hängt mit der Einführung der Mammutbäume zusammen. Aber es gibt eben auch den Küstenmammutbaum, also Sequoia sempervirens. Dort sind die höchsten Bäume und die sind erst entdeckt worden vor vielleicht 20 Jahren, 115, 116 Meter hoch. Und dann gibt es noch die Urweltmammutbäume. Das ist die dritte Form, Metasequoia lyptostrobeides. Und diese erreichen eine Höhe vielleicht von 40 Meter nur. Also die höchsten Mammutbäume, wenn man wirklich das sagen möchte, sind 115, 116 Meter hoch. Und das sind die höchsten Bäume, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Als ich zum ersten Mal Mammutbäume gesehen habe, hat mich das Aussehen, das Holz, die Farbe, wie wir heute auch sehen, einen ganz besonderen Einfluss auf mich ausgeübt. Und ich war fasziniert und wollte das fortsetzen und war erstaunt, dass in Stuttgart in Umgebung auch solche Exemplare, die ein bisschen jünger waren, zu finden sind. Das ist eine Faszination. Ich glaube, man fühlt was möglicherweise, wenn man auch den Baum anfasst. Familien können das umfassen. Das ist eine Dimension, die wir sonst nicht kennen in Deutschland mit unseren Bäumen. König Wilhelm I. hat sie 1864 nach Stuttgart geholt. Daher der Name Wilhelmersaat. Die Wilhelmersaat ist eine Beschreibung für eine aus meiner Sicht sehr systematische und wertvolle Anpflanzung von Mammutbäumen, die der König Wilhelm I., der damals in der Wilhelma auch seine Freizeit verbracht hat, der er Interesse, große Bäume zu pflanzen. Und dadurch, dass die Aufpflanzung und die Anpflanzung der Jungpflanzen in der Wilhelma passierte, nennt man das Wilhelmersaat. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Es gibt eine Beschreibung auch, dass 5000 Jungpflanzen letztlich aus 100.000 Samen entstanden sind in der Wilhelma. Und diese wurden verteilt im ganzen Land. Es gab damals königliche Forstdirektionen. Die waren zuständig und hatten über ein Dekret den Auftrag bekommen, diese Mammutbäume zu pflanzen. Die spannende Geschichte ist, dass wirklich der König aufgrund seiner Interessen und auch der wirtschaftlichen Lage, also es gab eine Hungersnot, als er seine Amtszeit begann 1816, und er wollte dort Änderungen schaffen in der Forstwirtschaft auch und in der Agrarwirtschaft. Und man hat entschieden, und der König war sicher maßgeblich dabei, eine große Anzahl von Mammutbaumsamen direkt in Kalifornien zu bestellen. Dazu gibt es eine ganze Menge Geschichten und auch Mythen, die gar nicht bewiesen wurden. Zum Beispiel, dass man gar nicht so viel Samen bestellen wollte und man der englischen Sprache nicht wirklich fähig war, das auszusprechen. Und ein Lot, was damals die Maßeinheit in Württemberg war, mit dem Lot verwechselt wurde. Ich zweifle das an. Ich glaube, dass man sehr gut damals wusste, was man tat und dass es wirklich auch so eine Dimension sein sollte, bewusst vom König. Für mich nur unterm Strich ist es die größte systematische Anpflanzung von Mammutbäumen in Europa, die heute zu sehen ist. Und das ist was Wertvolles aus botanischer, forstbotanischer Sicht, aber auch aus der Sicht der Parkanlagen. Also es war eine Aufwertung damals schon. Klimawandel und Umweltverschmutzung setzen allen Pflanzen zu. Mammutbäume aber zeigen sich widerstandsfähig. Aus meiner Sicht, die Mammutbäume haben ein Potenzial für die Zukunft. Das sind sehr robuste Bäume. Die Forstwirtschaft hat das schon vor Jahren untersucht und Nachpflanzungen auch in den Wäldern in Baden-Württemberg durchgeführt. Und die Ergebnisse zeigen vielleicht, dass es auch eine gute Baumart wäre für die Zukunft. Auf der Internetseite Wilhelmersaat finden sich noch viel mehr Informationen rund um diese faszinierenden Bäume. Zusammengetragen von Lutz Krüger.